So, ein herzliches Willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. So, wir sind immer noch in der Ödnislande. Wir waren jetzt quasi hier noch drin und hatten noch einige Sachen geholt. Und in den letzten Folgen haben wir jetzt die Beziehung zwischen den Bullen und den Dorian fertig gemacht, das ist schon mal gut. So, tue ich das jetzt, sind das Venatori. Huch, offensichtlich ein Fass nach oben geschmissen. Achtung! Aber halt sie raus! Auf nimmer Wiedersehen! So, das ist ein Spielzeugsoldat, Sklave. Tut mir nichts, bitte. Ich bin nicht hier, um euch weh zu tun. Oh, oh, Andraste sei Dank. Cool, stimmt zu. Okay. Und hier ist übrigens noch so ein Außenposten, den wir hier gerade mal nutzen können. Lager. Verstecken sich die Venatori in dieser Wüste denn überall? Seht es positiv. Vielleicht finden wir so schnell heraus, was sie wollen. Ja, so wie ich das Verrick dann sein Einfallsreichtum sehr dazu gewesen wäre. Wir haben ja auch das letzte Mal noch das letzte den Samen geholt, aber wir müssen noch mal in die Niederlande und noch mal bekommen noch mal vor. Übrigens, falls ihr jetzt denkt, warum ich nicht das Pferd nehme, oder besser gesagt den Hirsch, ist so, ich möchte die Gespräche ein bisschen mit aufbehalten. Weil ich möchte halt schon, dass die Gespräche da mitgehalten werden. Falls es überhaupt noch Gespräche gibt. Aber nur, dass du Bescheid wisst.
Huch. So. Sorry, hat ein Kollege mir geschrieben, unabsichtlich. Ich habe natürlich ihn zurückgeschrieben. Schau mal gut von der prallenden Sonne mal rauszugehen. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch finden. Okay. So, Kundschaft der Rüstung 230 Gold und Kampfmarkt der Rüstung. Was machen wir eigentlich hier mitten im Nirgendwo der Helle-Dinger? Sehr gut. Dann machen wir mal den nächsten Riss. Jungs, ihr sollt nicht immer jedes Mal weglaufen. Guck mal her. So, dann sind nämlich wieder alle geheilt. So, dann haben wir erstmal. Da ist nämlich noch eine Quest, die machen wir noch. Sand, Sand und nochmal Sand. Aber hier gibt es die Felder, die man braucht, um ein bisschen die Fernangriff ein bisschen aufzuhalten. Ich glaube 7 plus Fernangriff. Auf jeden Fall noch besorgen die Fälle. Mal sehen, vielleicht haben wir ja noch das Schachspiel von Solas und Meisen und Molen. Haben wir noch ein Schachspiel noch zu erledigen? Kraut, ich komme auf Trink. Sehr Trink. Okay. Mitten in der Wüste, hier ja, so ein Licht angezündet. Ah!
kurz hier. Übrigens, Varric, ihr schreibt richtig gute Kampfszenen. Danke. Allerdings überrascht es mich, dass ihr das so seht. Sie sind nicht gerade realistisch. Das ist mir spätestens an der Stelle klar geworden, an der euer Held in voller Kettenrüstung einen Rückwärtssalto macht. Und das hat euch nicht gestört? Damals in Saharon bin ich mal auf einen Kerl gestürzt, der versuchte, mir in den Bauch zu stechen. Ich habe gespürt, wie die Klinge durch meine Eingeweide ging und dann an meinen hinteren Rippen abgebrochen ist. Aber ich war am Leben und lag auf ihm. Ich habe die Rüstung am Hals des Rebellen durchgesägt, immer vor und zurück, bis sie rot wurde. Ich brauche kein Buch, um mich daran zu erinnern, sie fällt voll von irgendwelchem grauenhaften Scheiß. Nein, was ihr braucht, sind unmögliche, verwegene Taten. Ja, und das ist hier das Pürscherschuppen. Und da kriegt man Verteidigung 1,75% Verteidigung im Fernkampf. Und ist jeder Stufe 3. Und die braucht sehr viel. So. Da liegen überall diese komischen Dinger rum. Elfenwurzel. Gut, Felsspitz. Komm. Ist das hier ein Riss oder was? Was hier ist? No. Okay. Wir legen überall diese Statue an. Und wahrscheinlich einen Kalenderer noch. Die Windrissspanner der Krone, okay. Und fehlt jetzt nur noch ein einziges Banner. Und dann haben wir eigentlich nur noch die erste Verdammtes Kapitel 3. So. So. Und gucken wir mal, ob das so. Durch. Zack. Ja, schon. Auf nimmer Wiedersehen! Genau, diese Dinger brauchen wir hin und da haben wir schon mal 12 Stück. Mal so ein lauter Pirsch. Wir sind drumherum, okay. Aber gut, dass wir schon mal den Spanner geholt haben. Da haben wir jetzt nur noch ein einziges Spanner, was wir noch holen müssen. Ist eigentlich so gar nicht so schlecht. Wir haben hier lauter Pirscher. Das ist sehr gut. Dinger, die sind eigentlich für sehr, wie schon gesagt, für Fernkurve sehr gut.
2 und eine Kirschenkralle. Ich bin eigentlich ein bisschen froh, dass wir jetzt so weit gekommen sind. Muss ja echt sagen, dass wir sehr, sehr viel erlebt haben. Ich habe ja auch noch einige viele Projekte noch zu machen. Aber ich wollte Dragon Age Inquisition schon mal abgehakt haben, weil bald 2023 oder jetzt 2022 Ende noch die Projekte fertig machen möchte. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. So, hier ist auch noch ein bisschen Licht. Aber ich muss schon sagen, dass sie halt, also ich hätte ja eigentlich hier noch ein bisschen was gemacht, aber ich denke mal, mit einer Wüste kann man jetzt nicht so viel rechnen, außer dass man kaum Wasser hat. So. Goldene Oase. Na gut, so Gold ist ja auch wieder nicht, aber gut. Sehen, ob hier irgendwas zu finden ist. So, dann haben wir noch das Entagere über zwergische Ruinen. Notizen sie über die Ödlis. So, dann haben wir das auch abgeschnitten. Dann will man Schuppen 6. Dann haben wir Zellenflüssigkeit. Mosaikteil 4 von 12. So, dann haben wir hier noch eine Sehenswürdigkeit. So, damit hier jetzt gerade 2 Wetten da sind, dann habe ich die 2. Schuppen 6 ist.